Meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Zweitligaspiel 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Magdeburg. Das Spiel endet im ausverkauften Stadion einer alten Försterei vor 22.012 Zuschauern. 3:0 für den 1. FC Union Berlin. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen aus Magdeburg, Michael Oenning vom 1. FC Union Berlin, Urs Fischer. Herr Oenning, das ist ein schwerer Tag heute für den 1. FC Magdeburg, für Ihre Mannschaft. Es hätte ein Sieg hergemusst, um eine Chance zu haben auf den Klassenerhalt. Das hat nicht geklappt heute. Woran lag's? Ja, Glückwunsch an euch, an Union und vor allem an dich, Urs. Ich denke, dass wir heute gewusst haben, dass es für uns ein Endspiel ist und dass wir auch in dem Bewusstsein, hier gewinnen zu müssen, auch angetreten sind und auch mit dem vollen Glauben daran, dass es uns gelingen kann. Aber wenn man das Spiel dann 90 Minuten sieht, muss man heute sagen, dass es uns zu keiner Zeit über die 90 Minuten gelungen ist, Zugriff zu diesem Spiel zu bekommen. Wir sind sehr früh in Rückstand gegangen und haben dann beim zweiten Tor noch tatkräftig mitgeholfen, sodass wir eigentlich schon in der zweiten Halbzeit so unter Druck standen, dass wir, je länger das Spiel ging, auch dann immer mehr den Glauben daran verloren haben. Und ich denke, dass wir heute mit dem Druck, der auf uns gelastet hat, eben nicht zurechtgekommen sind. Und dann ist es eben auch sehr enttäuschend, dass wir dann mit so einer Leistung heute dann auch hier stehen und gleichzeitig dann auch abgestiegen sind und alle Chancen dahin sind, die Klasse zu halten. Und ja, das ist, schon richtig gesagt, ein sehr, sehr trauriger Tag für den 1. FC Magdeburg, weil wir, glaube ich, sehr, sehr viel investiert haben. Wir haben in vielen Spielen gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, in dieser Liga Fußball spielen zu können, auch guten Fußball spielen zu können. Aber wir haben eben die Konstanz, die du brauchst, um am Ende erfolgreich zu sein, zum Ende nicht mehr auf den Platz bekommen. Das hat sicherlich eine Menge Gründe, aber da wäre es auch jetzt an dieser Stelle auch falsch, da schon drüber nachzudenken. Das gebirgt auch der Anstand. Wir haben noch ein Spiel zu Hause gegen den 1. FC Köln, wo wir uns dann auch ordentlich aus dieser Liga verabschieden wollen. Wir wissen um die Situation und ich glaube auch, dass wir nicht bange sein müssen für die Zukunft, weil die Mannschaft hat gezeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, auch Rückschläge wegzustecken. Jetzt gilt es an uns eben, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und dann hoffe ich, dass wir in Zukunft dann mal mit einem anderen Gesicht hier stehen können. Euch, wie gesagt, alles Gute. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Jetzt habt ihr noch ein wichtiges Spiel und dann könnte es funktionieren. Und dementsprechend drücke ich euch die Daumen. Danke. Dankeschön, Michael Oenning. Urs, Druck war ein Stichwort der letzten Wochen, auch vor diesem Spiel wieder. Es war auch für uns ungemein wichtig, dieses Spiel heute hier zu gewinnen. Die Hausaufgaben, hast du es genannt, zu erledigen. Das ist gelungen. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, am Schluss ist es uns gelungen. Michael, danke für die Glückwünsche. Ich denke auch nicht ganz einfach. Ja, auf der einen Seite ein Trainer, der gewonnen hat, ist noch einiges möglich in der Meisterschaft. Auf der anderen ein Trainer, der gerade abgestiegen ist. Also ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute dir, alles Gute. Aha. Ich habe ein sehr gutes Union gesehen in der ersten Hälfte. Griffig im Spiel. Wir waren sehr effizient, würde ich sagen, weil rein von den Anteilen her, das zeigt auch die Statistik, war es ein ausgeglichenes Spiel. Aber heute waren wir wirklich vor dem Tor sehr effizient. Ich glaube, das brauchten wir auch, dass wir in Führung gehen konnten, spielte uns in die Karten. Zweite Halbzeit habe ich dann schon das Gefühl, dass ja, wir eher einen Gang zurückgeschaltet haben, eher in den Verwaltungsmodus ja, uns bewegt haben, was wir uns eigentlich so nicht vorgenommen haben. Wir wollten genau gleich aktiv in der ersten Hälfte auftreten, um das dritte Tor zu suchen, zu erzielen. Ich glaube, es ist uns in der zweiten Hälfte nicht so gut gelungen, aber am Schluss, wenn du 3:0 gewinnst, musst du, darfst du auch mal zufrieden sein. Dankeschön, Urs Fischer. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wir bitten ums Handzeichen, reichen dann das Mikrofon gerne zu.
Herr Färber, bitte. Herr Fischer, was bedeutet es für Sie persönlich, dass Sie gleich in Ihrer ersten Saison für den größten Vereinserfolg beim 1. FC Union gesorgt haben, sprich Platz 3? Also ich schaue es noch nicht als Erfolg an, ehrlich gesagt. Ja, für mich das letzte Spiel in Bochum, ist noch einiges drin, würde ich sagen. Natürlich sind wir angewiesen auf Schützenhilfe aus Dresden. Das wird eine schwierige Aufgabe. Was ich jetzt mal so gehört habe, auch ja, rechnerisch ist es noch möglich, aber Platz 3 sieht nicht schlecht aus. Ja, ich werde mich dann schlussendlich nach der Saison äußern, wie ich das Ganze empfunden habe. Im Moment befinde ich mich wirklich noch in der Spielzeit und ja, es ist noch nichts gewonnen, schlussendlich. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sagen wir Dankeschön fürs Kommen unseren Gästen. Trotzdem eine gute Heimreise, alles Gute, toi 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 für die Zukunft Ihnen allen. Okay. Ein schönes restliches Wochenende, einen schönen Sonntagabend. Dankeschön.